So, das hat auch irgendwie mit Funktechnik zu tun, dass eine Webpage auf einmal so aussieht, ne? Das hat mit Funk, ist auch Funktechnik. Dass es auf einmal so total Firlefanz ist. Ihr könnt es mal selber austesten, indem ihr in euer Appleport-Netzwerk geht und euch mal unterschiedlich irgendwo hinsetzt. Ne? Also ich sitze hier oben an der Box und teste das mal durch. Die restarten, die restarten, die restarten. Dann setze ich mich nach unten an die Box in der Nähe von der Box. Dann mache ich das Gleiche. Hier die Box mal restarten, die Box restarten und dann die Box restarten. Das mal alles durchtesten. Und wenn ihr dann, wie gesagt, so einen komischen, also ihr müsst dann, das ist nicht so, dass das so intelligent ist, dass das dann reconnectet. Also ich gucke dann immer, wenn ich die Box hier restarte, also ich neben der Box sitze und dann sage Restart, um zu sehen, ob die 2,45 GHz Boxen sich richtig connecten untereinander. Das ist dann immer interessant. Man sitzt dann vor dem Rechner und da kommt nichts. Also man geht dann zur Box, da kommt, ist das grüne Lämpchen ist schon längst an. Man sitzt vorm Rechner und der kriegt aber keine Verbindung mehr. Man muss dann immer off schalten und dann muss ich das Netzwerk mir raussuchen. Also das könnt ihr ja selber mal durchtesten, wenn ihr dann so eine Webseite, Webpage besucht, nachdem ihr dann wieder connected seid. Dann greift ihr zum roten Telefon, führt mal ein Gespräch so mit den ganzen Webentwicklern und den Präsidenten am anderen Ende der roten Leitung und dann wisst ihr Bescheid.